Hat geklappt, weil ich Trixie wie eine Persönlichkeit behandelt habe und nicht nur wie ein Mädchen hat sie sich an meinen Namen erinnert. Aber sie hat dich herauskatapultiert aus der Party. Ja, aber sie hat es mit Liebe gemacht. Und das wäre nie passiert, wenn ihr kein Mädchen aus mir gemacht hättet. Danke. Aber macht das nie wieder. Geht klar. Ich wünschte, ihr wärt wieder so, wie ihr geboren wurdet. Was ist? Mit dieser Nase wurde ich geboren. Kann ein Kerl nicht auch etwas tun, damit er besser aussieht? Bla, 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 bla. Herzchen, deine Eltern erwarten dich erst in ein paar Stunden zurück. Was möchtest du so lange tun? Ah, es ist, als würden sie all meine Sorgen wegmassieren. Ich habe noch nie einen Jungen getroffen, der so empfindsam war, hier einfach reinzuschneiden. Ich wäre sehr froh, du würdest der Freund meiner Tochter. Nein, er soll mit meiner Tochter gehen. Ich bin so stolz auf Timmy. Ja, er hat endlich rausgefunden, was Frauen lieben. Empfindsamkeit. Oh. Und wenn du die vortäuschen kannst, hast du gewonnen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Roderick wollte mehr Geld und wurde gefeuert. Ich meine, er stürzte in einen Aufzugsschacht. Roderick, nein! Hey, wer möchte lieber Catchen sehen? Wir, Junge! Ja, Roderick hält seinen winselnden Zwillingsbruder in einer Beinschere! Roderick, nein!